Ja, hallo. Ja, wie ihr im Titel des Videos wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es um Kick. Ja, es geht nicht um den Textilladen. Es geht um eine neue Messenger-App. Ja, Kick, die neue Messenger-App, die irgendwie auf ganz komische Art und Weise auf mich getreten ist. Ja, also voll auf mich drauf quasi. An dieser Stelle, viele haben gesagt, oh Chris, hast du auch Kick und so? Und ich sage, nein, warum soll ich mir eine App holen von irgend so einem komischen, sehr umstrittenen Textilunternehmen? Und dann sagen die, nee, nee, ist ja eine Messenger-App und die ist so super schnell und alles. Und dementsprechend habe ich mir kurz die App runtergeladen, habe mir einen kleinen Account gemacht. Ihr könnt mich gerne adden, wenn ihr das wollt. Name sollte bekannt sein, ja. Und sie wirbt, wenn man im App Store guckt, schon damit, mit der Geschwindigkeit und sowieso total alles real und so und super cool und so. Oh, und ich habe auch schon eine Nachricht hier. Sensationell. Wer hätte das denn gedacht? Kriegst du hier schon eine Nachricht von einer hübschen Blonden? Sarah? Ich frag die jetzt einfach mal was. So, mal gucken. Die Einstellung können wir mal eben reingucken. Da kann man natürlich hier ein Bild hochladen, kann das auch jederzeit ändern. Und da gesicherte Fotos kann ich dann hier auf die Fotos, die ich jetzt hier drauf habe, was ist das denn? Auswählen. Ist jetzt hier bei meinem iPod nicht gerade so viel. Und genau, man kann hier die Benachrichtigungen einstellen. Ja, soll das Ganze mit Ton funktionieren, Vibration. Ja, Vibration ist auf diesem Gerät nicht verfügbar. Also. Mein iPod Touch der zweiten Generation macht das nicht mehr mit, aber auf dem iPhone habe ich den Messenger auch. Und vielleicht schlägt er sich ja durch. Also ich habe viel gelesen, gegen WhatsApp kommt das Ganze nicht an. Höchstens vielleicht von der Geschwindigkeit, aber sehr, sehr interessant. In den Chat-Einstellungen sieht man wirklich, man kann wirklich nur ganz, ganz einfach. Das Ganze ist so furchtbar einfach und so furchtbar easy, dass man schon fast viel zu wenig einstellen kann. Man kann hier einstellen, wie die Chat. Ja, die Chatnachrichten dargestellt werden, in welcher Art und Weise, in welcher Form. Ja, ich nehme immer gerne Grün oder Gold. Falls ihr euch an mich halten wollt, nehmt gerne Gold, ja. Und dann postet ein Bild oder den Bildlink vielmehr hier unter das Video. Genau. S heißt gesendet und D heißt durchgelesen. Wenn wir hier unten auf die beiden Personen gehen, können wir gucken, wen wir schon als Freunde haben. Nicht wundern, sobald Leute euren Nutzernamen wissen, können die euch hinzufügen und erscheinen hier in der Liste auch. Also da auf jeden Fall nicht verwundert sein, wenn da auf einmal Leute sind jetzt wie bei mir, die ihr nicht kennt. Ja, Leute könnt ihr ganz einfach hinzufügen. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser App. Testet die mal. Gerne Resonanzen unter dieses Video geknallt. Und ich bin sehr gespannt, ob sich diese App durchsetzen wird. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Chris. Tschüss und ciao.